am Sack hier. Oh, es ist mies. Eine Fahrt. Ja, einen zweiten Zug von dem bräuchte ich einfach. Mit einem geht's nicht. Das ist der fette Zug. Aber es bringt mir auch nicht genug Asche. Die einzige Möglichkeit, was ich jetzt noch sehe, dass das was wird, ist alles verkaufen und in der Hoffnung, dass ich einen zweiten Zug mir leisten kann. Aber ich glaube, die sind nicht so viel wert, weil der blöde Zug ist 100.000 wert. Das ist voll billig. Ich hab schon wieder null. Der resettet den Männer. Und der blöde Zug hält man den dann auf. Der da. Das ist das Mieseste überhaupt. Der muss dann umdrehen, ey, weil der hält man den anderen auf. Das ist scheiße wie Sau. Der muss ja umdrehen lassen. Sonst hält man den anderen hier auf. So dass der nicht aufgehalten wird wenigstens. So, jetzt wird er nicht aufgehalten, jetzt hat er Narrenfreiheit hier. Wie viel hast du? 59 Leute, okay, dann werden wir mal den. Rausnehmen, das bringt ja nichts. Depot. Das führt zu nichts so. Ich glaube, das wird einfach nichts mehr. Mir fehlt das Geld einfach. Das ist mein Problem. Das ist der schnelle Zug, oder? Ja, der normaler Zug. Das ist mies. Bus 2 macht schon Minus. Zug 2 macht auch Minus und ich weiß auch warum. Weil er zu wenig Waggons hat. Wenn der wenigstens Plus machen würde, ey. Das ist der Schnelle da. Jetzt kriege ich 1 zusammen, aber das ist zu wenig. Ich brauche 3 Züge, dann geht's. Das wird so nix. Ins Verkauf kriege ich gerade mal einen Waggon zusammen, ey. Mehr nicht. Scheiße. Das Einzige, was ich mir nur vorstellen kann, ist wirklich diesen Waggon zu kaufen und den einen Zug rentabler zu machen. Dass der Plus macht, das kann ich mir noch vorstellen. Ansonsten wird das nichts. Nicht mit dem Speicherstand hier. Ich glaube, das müssen wir nochmal machen. Dass du immer so Geldprobleme hier hast, das ist so nervig. Das ist so extrem nervig einfach, ey. Es liegt nur an der Scheißkohle. Ich werde den einen Zug rentabler machen. Ein paar Waggons hinten dran. Und dann müsste das hinhauen. Weil ich habe auch weniger Kosten, wenn ich diese Züge jetzt verkaufe. Die bringen mir einfach nicht genug ein. Ich werde die verscherbeln und mir Waggons kaufen. Das ist das Gescheiteste. Den anderen Zug ordentlich ausrüsten. Das ist jetzt die letzte Möglichkeit und wenn das auch nicht geht, dann weiß ich es auch nicht. Dann kann man den Spielstand schmeißen!
Es bringt nichts. Du kriegst hier einfach kein Geld mehr zusammen. Das ist voll die Scheiße irgendwie. So, ab ins Depot. Letzter Versuch jetzt. Ich muss jetzt eh auf den anderen Zug hier warten. So. Passagiere. Das ist der 60er, ne? Eins. Zwei so Dinge habe ich. Besser wie nix. So, jetzt habe ich zwei Züge, die werden sich ja wohl nicht aufhalten. Den dicken, den lasse ich noch, weil der wird auch Geld einbringen. Und den schnellen. Wer bist du? Ja, du bist der dicke. Der hält man den jetzt gleich auf hier. Aber das weiß ich schon, wie ich das umgehe. Indem ich den ganz kurz dann zurückfahren lasse. Oder ich lasse den normal. Und wir scheißen auf den hier, der bringt denen zu viel Geld. Ja, der hält schön auf hier. So ist wenigstens immer Full House. Das heißt, es müsste hinhauen, wenn ich dem nur ein paar Waggons gebe, dass der ein bisschen rentabler wird. Der hält mir jetzt den anderen auf. Das ist auch käsig. So, den lassen wir jetzt da reinfahren. Und er kriegt seine Waggons. Was anderes fällt mir jetzt echt nicht mehr ein. So, bitte hast du deine Leute Einzellinie Zug und jetzt mach aber Gewinn. So, der muss um. Der muss umgekehrt, weil sonst ist er nämlich zu langsam. So, jetzt können wir das probieren. Sind noch Haufen Leute da wenigstens. Wie viel hat er jetzt? 44. Naja, müsste er ein bisschen Geld machen zumindest, ne? Wenn der schneller ist, glaube ich, zahlen nämlich die Leute auch mehr. Ja, ich werde eh dann wechseln, Chivago. Weil nur mal anfangen werde ich zwar machen, aber sicher nicht heute. Der rentiert sich einfach hier nicht. Schnell an Zug. Gut, der nimmt aber gut Leute mit hier. Das auf jeden Fall. Ja, und hier warten eh schon genug. So, gib mal Gas, du Bauer. Wie schnell fährt denn der jetzt? Jetzt hat er 4 Waggons. Da fährt 60 mit 4. Das geht. Also einen zweiten von dem Zug und es würde funktionieren. Jetzt ist die Frage, wie viel Geld man der bringt. Ne? Ich habe natürlich auch weniger Ausgaben jetzt. Also das heißt, es könnte schon funktionieren, ne? Kommt echt drauf an, wie viel Geld der jetzt einbringt. Wenn er Gewinn macht, kann man nur was machen. Wenn nicht, Abgang. Wie viel warten hier? Dass das wenigstens voll wird, genug jedenfalls. So, und drüben? Oh, keine Sau. Die müssen sie nur erst bitten lassen, die Leute.
Ja, das kann ich dir sagen. Das Problem war, dass der Flieger nur bis 1985 da ist oder 82, das weiß ich nicht. Und ich habe erst genug Geld gehabt, so 2010 oder 2020. Also konnte es den Flieger nicht mehr kaufen, weil er nicht mehr produziert wurde, verstehst? Richtig mies. So, jetzt müsste die zweite Fahrt müsste schaffen. Das heißt, mit dem anderen Zug, mit dem zweiten Zug müsste es eigentlich gehen. Aber zwei Fahrten sind eh zu wenig. 268k, ich weiß nicht, ob der Gewinn macht. Schauen wir mal. Minimalst, aber nur wenn der Boom voll ist halt, ne? So, eine dritte Fahrt kriegt er schon wieder nicht mehr hin. Du brauchst drei Züge, dann geht's. Drei Züge und es ist easy peasy geschafft. Oh Mann, jetzt muss ich mal kurz was schauen. Und zwar Betriebskosten, Gebäudeunterhalt. Naja, ich könnte gewisse Gebäude abreißen, dann kosten mir die nichts mehr. Betriebskosten, Eisenbahn, Straße, Gebäudeunterhalt. Naja, das ist nicht so viel. Ansonsten, was kostet man das, wenn ich es abreiß? So, nicht so viel. Aber das spare ich mir auch nur minimalst Geld. Das bringt es auch nicht. Ich habe ja nur zwei Züge jetzt, ne? Ja, die machen natürlich auch viel zu wenig Gewinn, da ist der alt. Und mit der Zeit werden die älter, produzieren wir mehr Kosten. Das ist natürlich auch doof. So, 60 Leute warten hier, das geht. Und hier kriegen wir auch schon wieder ein paar zusammen. Also das mal zum Rentieren, das geht. Aber wie hier, ich brauche eine Mille und einen Waggon, einen einzigen Waggon, das geht. Ich brauche nicht mal einen Waggon, ich könnte von dort drüben einen klauen. Aber, ja, eine Mille oder so. Nee, ich habe den nicht vorher gekauft, weil ich hatte das Geld nicht. Beim zweiten Mal habe ich einfach genug Geld rechtzeitig gehabt, weißt? Oder beim dritten Mal eher. Du musst sie extrem schnell fertig machen, die Mission. Das ist das Problem. Das, was ich hier zum Beispiel mache, das zieht sie ins Ewige hier. Wir sind bei 1907, ey. Da ist der ICE schneller fertig, bevor ich das hier habe. Aber ich glaube, der Speicherstand ist einfach fertig. Da machst keinen Gewinn mehr. Wüsste ja auch nicht mit was. Krieg gerade die Betriebskosten rein. Das ist kein Gewinn. Was ist mit dem Zug da drüben? Wo ist denn der? Weil der fährt schon wieder weg. Und das hat sie erledigt. Voll, ne? Der macht 360k bis er hier ist, aber bis der wieder hier ist, habe ich auch wieder ordentlich Minus an Betriebskosten. Wenn du einmal so einen negativen Kettenkreislauf drin hast, dann kommst du da nicht mehr raus. Also, die Mission müssen wir nochmal anfangen. Das ist scheiße so. Wir müssen irgendwie, weiß nicht, einfach gleich den schnellen Zug kaufen, aber der kostet eben ein Vermögen. Aber einfach gleich machen. Beziehungsweise genug Geld verdienen mit dem Stahl da und dann sollte das laufen. Ansonsten fällt mir da auch nichts hin. Und was man vielleicht noch machen kann, ist ein bisschen Geld sparen, indem ich hier eine Straße baue statt der Eisenbahn für Eisen. Das müsste gehen. Sparen wir nämlich hier auch nochmal Kohle. Also, was bringt es mir, dass der Zug jetzt 360k bringt, wenn ich 250k minus habe? Das ist eine Ausgleichung im besten Fall.
Jetzt habe ich ja 330k, das ist eine Nullnummer hier. Dann kann man auch schauen, das ist eine Nullnummer. Machst kein Plus hier mehr. Die Züge werden älter, kosten immer mehr. Wird nichts. Krieg nicht mal mehr Plus zusammen. Wo ist denn der andere Zug überhaupt? Ah, der ist gerade angekommen, okay. 204k Plus, aber das wird nicht lange bleiben. 44 Leute hat er drin. Und du bist hoffentlich auch voll, oder? Ja, zumindest sind sie voll. Man muss auf die Jahresbilanz einfach schauen. Aber die brauchen so lange, bis sie ankommen, dass dieses Plus hier total wieder aufgefressen ist. Wie viel brauche ich überhaupt für den Zug? Ich muss ja nur einen Waggon klauen, dann geht das. Und den 100 km/h kann ich mir eh nicht leisten. Also wir brauchen 1,09 Millionen, also 1,1 Millionen. Den kriege ich noch nie im Leben hin. Schon wieder die Hälfte an Gewinn, 300k. Und der Zug hat nicht mal die halbe Strecke hier. Da ist der andere. Ja, die halten sich jetzt gleich gegenseitig wunderbar auf. Gut, der eine ist wenigstens sauber schnell. Im Gegensatz zum anderen. Scheiß Betriebskosten sind unmöglich einfach, ey. Die wollen hier so schnelle Züge, aber das kannst du einfach nicht leisten. Ich wüsste nicht, was ich sonst noch machen soll. Ich könnte mal nur einen weiteren Waggon hier kaufen. Die Waggons verkaufen und einen Zug kaufen. So irgendwie irgendwas, weil... keine Ahnung. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.